Wissen und war später mal total genial. Regelnde Karte, Formeln und Daten, Fakten, Fakten, alles Wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Was ist das denn, wegen Reichtum geschlossen? Vielleicht hat euer Giovanni eine kleine Erbschaft gemacht. Wissen Sie denn nicht, dass er im Lotto gewonnen hat? 1 Million. 10.000 Euro. Die sind als Spende für das Internat gedacht. Giovanni lässt Sie allerdings um einen kleinen Gefallen bitten, als Gegenleistung sozusagen. Er möchte, dass Sie sich in seiner Abwesenheit um die Eisdiele kümmern. Soll er eigentlich für immer hier bleiben? Nee, leider bis morgen. Dann holt ihn meine Tante wieder ab. Aber... Kein Aber! Ab mit euch am Schulhof! Los, los, los! Er ist weg. Neulich Abend, da war niemand. Was? Den geheimnisvollen Unbekannten gibt's also tatsächlich nicht. Sag mir lieber, was wir mit dem Werner machen. Ganz einfach. Ihr müsst euch bei ihm entschuldigen. Ich glaube nicht, dass damit die Sache vom Tisch ist. Du hast bis auf weiteres Ausgangssperre. Bitte, Nadja, alles nur das nicht. Und warum nicht? Das kann ich nicht sagen. Das kannst du nicht sagen? Du kannst nicht sagen, was es Mittwochabend so Wichtiges gibt? Da muss ich babysitten. Babysitten? Was ist daran denn bitte so schrecklich geheimnisvoll? Bei wem denn? Bei Beate. Das ist eine Freundin meiner Mutter. Die muss Mittwochabends immer arbeiten gehen. Was ist das denn für ein Beruf, bei dem man nur Mittwochabends arbeitet? Beate arbeitet beim Theater in Potsdam, als Soufflöse. Ja, und das Stück, bei dem sie soufflieren muss, wird immer Mittwochabends gespielt. Mhm. Und wie heißt das Stück? Wilhelm Tell, glaube ich. Ach, nehmt ihr das nicht gerade im Unterricht durch? Ja, so ein Zufall. Nadja, wenn ich Ausgangssperre habe, dann kann Beate morgen nicht arbeiten gehen. Tut mir leid, da musst du dich um eine Vertretung bemühen. Ach ja, aber so schnell geht das nicht. Kann ich morgen nicht bitte ausnahmsweise noch einmal hingehen? Nein. Ich habe dir letzten Mittwoch gesagt, das war das letzte Mal, dass ich Gnade vor Recht ergehen lasse. Jetzt ist Schluss. Wow, ihr Diät-Schokoladeneis schmeckt echt gut. Ich mein's auch fast so gut wie bei Giovanni. Wieso fast? Das ist doch sein Rezept. Ich find's sogar noch besser. Ich will noch eine Portion. Ja, ich auch, bitte. Wie viele Kugeln möchte denn die Dame? 3. Und der Herr? Ich nehme 4. Aber selbstverständlich. Warum übernehmen Sie eigentlich nicht Giovannis Eisziele, solange er weg ist? Na, das Eis ist klasse. Der Service ist spitze. Danke, danke, aber ich habe bereits einen Beruf. Also, wenn ihr auf eure Frage eine seriöse Antwort haben wollt, dann... Was ist denn das da für ein Geräusch? Das ist Giovannis Faxgerät. Lesen Sie doch mal laut vor. Ja. Hallo, Dottore Wolfert. Ich habe schon versucht, Sie zu erreichen im Internet, im Internat. Ich habe Grande Novita, große Neuigkeit, im Flugzeug nach Montevideo. Ich habe kennengelernt Isabella, bellissima Isabella, grande amore. Ich werde nicht kommen zurück nach Seelitz. Scusi. Ach du Gott, was machen wir denn jetzt? Bitte, Dottore, versuchen Sie, einen neuen Pächter für das Eiskaffee zu bekommen. Va bene. Viel Glück und grüßen Sie mir alle Kinder. Sie sind sich sicher, dass Luise mittwochs wirklich nicht zum Babysitten geht? Ganz sicher. Hier, mittwochs wird am Potsdamer Theater kein Wilhelm Tell gespielt. Aber... Dann hat das Kind ja wieder gelogen. Aber faustig. Ich hab so satt, mich dauernd von ihr auf die Rolle schieben zu lassen. Wie bitte? Pardon, mir ein Märchen nach dem anderen erzählen zu lassen. Es muss einen Grund für dieses Verhalten geben. Luise lügt nicht einfach nur so zum Spaß. Glaube ich auch nicht. Aber durch Reden ist aus ihr nichts herauszukriegen. Was schlagen Sie stattdessen vor?
Würden Sie mir morgen Abend freigeben? Ja, sicher doch. Warum? Weil ich unbedingt herausbekommen will, was Luisa Mittwochabend so treibt. Na, aber das Mädchen hat doch Ausgangsverbot, oder? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sie sich daran hält. Also es wird immer schöner. Stellen Sie ihr bitte einen saftigen Verweis in Aussicht. Herr Dr. Stolberg, wenn wir Luisa jetzt drohen, erfahren wir nie, weshalb sie uns anlügt. Papageno! Putz, putz, putz! Papageno! Oh mein Papageno! Papageno, jetzt komm doch mal! Wieso lässt er sich denn nicht blicken? Er muss doch auch mal Hunger haben. Ich glaube, dem ist seine Freiheit lieber als sein Futter. Ich würde auch lieber draußen rumfliegen, als den ganzen Tag in diesem blöden Käfig zu sitzen und mich anstarren zu lassen. Heißt es etwa, dass sie ihn mit Absicht rausgelassen hat? Quatsch, das war doch nur so ein Spruch. Ich glaube, so kriegen wir ihn nie. Wie wäre es, wenn wir einen Plastikbändchen in den Käfig reinsetzen? Papageno! Papageno! Das merkt doch meine Tante sofort. Doch nicht als Ersatz, sondern um deinen Papadingster anzulocken. Das ist nicht meiner. Und das ist auch kein Papadingster. Was soll ich bis Tante Hilde sagen, wenn sie kommt? Wieso sagst du ihr nicht einfach, dass sie es in dem kleinen Käfig nicht mehr ausgehalten hat und dir deshalb schon mal entgegengeflogen ist? Das ist gemein. Kannst du sie mal sein lassen, Anne-Claire? Merkst du nicht, dass Emily voll im Stress ist? Ach ja, das musst du gerade sagen. Was sollen wir denn machen? Sollen wir ihren blöden Papageno da klonen oder was? Hey, das ist es. Was ist es? Na, wir verdoppeln ihn einfach. Hä? Zwei Klausuren muss ich korrigieren. Das nächste Wochenende kann ich vergessen. Ist doch jedes Jahr dasselbe. Ich habe auch schon Horror vorm Zeugnis schreiben. Ich kenne auch nur einen, dem das Spaß macht. Jedes einzelne Zeugnis fehlerfrei mit der Hand zu schreiben. Hallo, Herr Wolfert. Psst, er meditiert. Herr Dr. Wolfert, geht's gut? Wie bitte? Aus welch höheren Gefilden holen wir Sie denn gerade raus? Aus der Eisdiele. Woher bitte? Aus der Eisdiele. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Eisdiele übernehmen sollte. Wie bitte? Was ist mit der Eisdiele? Ich verstehe überhaupt nichts. Da muss ich Sie mal ganz kurz aufklären. Herr Pasulke hat mir erzählt, dass Giovanni einen Sechser im Lotto hatte. Ach, wie nett. Und jetzt ist er auf und davon. Ja, und mich hat er gebeten, dass ich mich um seinen Laden kümmern sollte. Sie wollen dann jeder Ihren Beruf aufgeben. Ach, aber verehrte Kollegin, Sie wissen doch, dass für mich Lehrer zu sein nicht Beruf, sondern Berufung ist. Eben. Was wollen Sie da mit einer Eisdiele? Schon im Mittelalter haben sich doch diverse Kirchen und Klöster dadurch lukrative Einnahmen verschafft, dass sie sich an verschiedenen Geschäften beteiligten. Der Vatikan tut es heute noch. Stimmt. Zum Beispiel mit der Banco di Spiritu Sancto. Ja, bei allem Respekt, Sie sind nicht der Papst. Nicht direkt. Nein, mein Gedanke ist doch, dass wir den Etat des Internats dadurch etwas aufbessern, dass wir uns an einer gut gehenden Eisdiele beteiligen. Sie meinen frei nach dem Motto, von den Päpsten lernen heißt Ziegen lernen? Nein, ich glaube, das können Sie vergessen. Wieso? Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ich meine, wir könnten doch die Eisdiele für außerordentliche pädagogische Projekte nutzen. Ja, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Ja, schließlich ist doch bewiesen, dass Menschen, wenn sie sich wohlfühlen, viel besser lernen. Und wo fühlen sich unsere Schüler am wohlsten? In der Eisdiele. Bingo. Ich bin dafür. Wann übernehmen wir den Laden? Guten Tag, Herr Werner. Was wollt ihr denn hier? Euretwegen habe ich schon Ärger genug. Wir wollten uns bei Ihnen entschuldigen. Es tut uns leid, dass wir Sie verdächtigt haben. Das mit Luisa war vollkommener Schwachsinn. Sie können ihr gar nicht hinterhergerannt sein. Zu spät. Inzwischen denkt nämlich das ganze Dorf, dass ich einer von... Wir haben schon überall herum erzählt, dass Sie unschuldig sind. Die Polizei und Herr Dr. Stolberg wissen auch schon Bescheid. Also, was ist? Nehmen Sie unsere Entschuldigung an? Was soll ich denn damit? In dem Polizisten, da ist Cognac drin. Oh, wirklich? Na ja, dann muss ich ja wohl. Danke. Weiß man denn inzwischen, wer das Mädchen verfolgt hat? Nein, die ganze Sache war ein reiner Irrtum. Gut, wir müssen dann auch los. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. Na halt, Moment mal. Für mich ist die Sache noch lange nicht gegessen. Wieso, was gibt's denn noch? Einen Augenblick. Was will der denn jetzt noch? Keine Ahnung. Könnt ihr mir vielleicht hier den Knopf annähen?
Mit Nadel und Faden stehe ich nämlich auf Kriegsfuß. Ja, klar, kein Problem. Aber wir müssen jetzt. Ja. Und übrigens, wenn ihr damit fertig seid, dann hätte ich nichts dagegen, wenn ihr hier noch so ein bisschen Unkraut zupft. Scheiße. Also, nicht vergessen, der Vogel sollte genauso aussehen, männlich sein und einen schwarzen Fleck im linken Auge haben. Sonst noch was? Soll er vielleicht noch auf dem Tisch tanzen können? Nö, das nicht, aber ein blauer Fleck am Schnabel wäre nicht schlecht. Meinst du, dass deine Tante Hilde sich so genau an das Aussehen ihres Papagenos erinnert? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Sie hat ihn oft genug fotografiert. Also, ich sag dir mal eins. Wir geben unser Bestes, aber versprechen können wir noch lange nichts. Hast du Geld bei? 20 Euro. Sollte doch reichen, oder? Was ist? Wollt ihr den Käfig gar nicht mitnehmen? Nee, den stellst du am besten vors offene Fenster. Vielleicht kommt der Papageno doch noch zurück. Hä, das meinst du doch nicht im Ernst. Doch. Was ist, wenn er zurückkommt und seinen Käfig nicht mehr findet? Das wäre doch schrecklich, oder? Ah, Ali? Ich bin ja mal allein hier drin. Wolfert können wir vergessen. Der hat klipp und klar Nein gesagt. Vielleicht sollten wir mal mit deinem Vater reden. Bei euren riesigen Ländereien, da kommt es doch auf eine Eisdiele mehr oder weniger nicht an. Haha. Nee, wirklich, bevor aus unserem Treffpunkt ein Sonnenstudio oder eine Fitnessbude wird, sollten wir was unternehmen. Hallo. Falls ihr den Tisch vermisst, den leine ich gerade. Was ist denn los mit euch? Ihr seid so still. Störe ich? Nein, nein, überhaupt nicht. Setzen Sie sich doch. Kann ich Ihnen was zu trinken holen? Raus mit der Sprache. Was habt ihr ausgefressen? Wir? Nichts, ehrlich. Wollten Sie nur was fragen? Sie haben doch sicher gehört, dass Giovanni im Lotto gewonnen hat. Und nun für seine Eisdiele ein neuer Pächter gesucht wird. Ja, und? Ja, und wir dachten, dass Sie genau der Richtige dafür sind. Sie wollen doch nicht tatenlos zusehen, dass aus unserer Eisdiele eine Geisterbahn wird. Und es in ganz Seelitz kein vernünftiges Eis mehr gibt. Seid ihr fertig? Tut mir leid, aber daraus wird nichts. Warum denn nicht? Ja, erstens habe ich hier genug zu tun und zweitens braucht man für eine gute Eisdiele immer einen Italiener. Wer sagt denn, dass ein Eiskaffee immer nur von einem echten Italiener geführt werden kann? Naja, niemand. Aber es ist nun mal so, dass die besten Eismacher aus dem Zoldanertal kommen. Da war neulich erst ein Bericht im Fernsehen drüber. Vielleicht solltet ihr da mal fragen. Ich hab's. Was hast du? Wir stellen ein Inserat ins Internet. Gute Idee. Was seht ihr mich denn so an? Na, bist du Schulsprecher oder wir? Oh Mist, der Bus ist weg. Nutzt nichts wie hinterher. Komm, pass auf, sonst entdeckt sie uns. Ach, Quatsch. Los, komm, Tempo, Tempo. Emily, meine Süße. Ich hab dir auch was mitgebracht. Hier, weil du so gut auf den Papageno aufgepasst hast. Dankeschön. Du glaubst gar nicht, wie ich mich freue, meinen kleinen Liebling gesund und munter wiederzusehen. Doch, doch, das kann ich mir vorstellen. Sicherlich ist der oben, nicht? Willst du nicht was trinken? Später vielleicht. Erst will ich mal Papageno guten Tag sagen. Das geht jetzt nicht. Ist ihm was zugestoßen? Nein, nein. Manuel und Anklären wollen nur ein bisschen mit ihm spazieren gehen. Wie bitte? Ja, den ganzen Tag dasselbe sehen ist doch langweilig. Und deswegen geht er mit ihm spazieren? Er wird gefahren. Das wird doch immer schlimmer. Hängt ihr etwa den Käfig an euer Fahrrad? Nein, wir haben das einen alten Kinderwagen. Ach, bist du denn wahnsinnig? Papageno war ja noch nie draußen. Na, deswegen wird er sich wahrscheinlich auch so freuen, wenn er mit den beiden loszieht. Weißt du, wann kommen denn deine Freundinnen wieder? Ach, so eine halbe Stunde müsste es noch dauern. Also jetzt brauche ich wirklich eine Tasse Kaffee. Wenn du mir folgen würdest? Also, der Papageno in einem Kinderwagen, wenn ich mir das vorstelle. Hilfe, Seelitz ruft Italien. Herein. Na, was machst du denn da? Wir suchen einen Nachfolger für Giovanni.
Ohne Eis geht gar nichts mehr. Drum ist schnell ein neuer her. Genau, aber der neue muss ein Italiener sein. Möglichst aus dem Soldanertal. Warum das denn? Weil dort die besten Eismacher der Welt herkommen. Und warum machst du dann das Inserat auf Deutsch? Weil ich kein Italienisch kann. Ihr etwa? Naturalmente, hä? Spaghetti e ravioli. Oh, sole mio. Hört doch mal auf mit dem Quatsch, ihr Spinner. Wenn du willst, kann ich auch Antonia fragen. Wer ist denn Antonia? Die Kleine mit den dunklen Haaren, die kurz nach uns eingezogen ist. Und du meinst, sie kann Italienisch? Ich denke, sie kommt damit klar, denn sie ist aus Italien. Okay, du Dichter, mit schnellem Schritte verlass die Hütte. Eile mit Weile, sagt dir die Schnecke, und Schiss in die Hecke. Nachdem unser Kollege Wolfert eben so eindringlich dargelegt hat, wie wir durch die Übernahme, Dankeschön, der Eisdiele die desolaten Finanzen unseres Internats aufbessern könnten, bitte ich jetzt den Kollegen Fabian, sein Projekt vorzustellen. Also, es geht um ungezwungenes Lernen in angenehmer Umgebung. Ja, das haben Sie bereits mehrfach gesagt. Aber wie soll es denn nun konkret aussehen? Naja, wir stellen auf ungewöhnliche Weise ein bestimmtes Thema vor. Ah, Sie meinen, wie damals mit dem Kürbis. So ähnlich. Ja. Aber wäre das nicht besser im Schulgarten aufgehoben? So meine ich's nicht. Wie denn? Nehmen wir zum Beispiel mal das Thema Ball. Da soll ich jetzt etwa den Rauminhalt von Eiskugeln berechnen lassen, oder wie? Ich sehe, Sie haben es erfasst. Und Dr. Wolfert könnte die historische Entwicklung des Balles untersuchen. Verstehe. Und Dr. Stolberg erklärt den Kindern das Phänomen des Pillendrehers. Doch. Vorher müsste ich mich schon noch mal mit der Welt der Mistkäfer beschäftigen. Ich zeige den Schülern, wie man mit Bällen jongliert. Hervorragend. Und was ist mit den anderen Gästen in der Eisdiele, die in Ruhe ihr Eis essen wollen? Verehrte Kollegin, seien Sie doch nicht immer so skeptisch. Erlebnisgastronomie ist doch heutzutage voll im Trend. Und ich habe ein sehr besonderes Eis kreiert. Und überdies würden wir auf diese Weise gleich noch für unser Internat werben. Also dann, ab an die Bälle. Ich finde, der sieht Papageno zum Verwechseln ähnlich. Bis auf eine Kleinigkeit. Hoffentlich merkt niemand, dass es ein Weibchen ist. Quatsch, die sehen doch eh alle gleich aus. Sag mal, hast du so einen Flattermann eigentlich schon mal in den Käfig reingesetzt? Nee, aber müsste ganz leicht sein. Man hält den Karton an die Käfigtür und öffnet ihn dann. Sag mal, was ist das denn? Ich fass es ja nicht. Papageno muss durch das offene Fenster wieder in seinen Käfig reingeflogen sein. Na prima. Und was machen wir jetzt mit unserem neuen Schätzchen? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen es wieder in die Zoohandlung zurückbringen. Sind wir ganz kurz ruhig, glaube ich, oder was? Das sind Emily und ihre Tante. Beeil dich mal schneller rein. Guck mal, das ist ja der Hammer. Luisa geht zum Seelenklempner. Ja, aber warum? Wahrscheinlich wegen ihres Münchhausen-Syndroms. Hä? Na, in letzter Zeit liebt sie doch, dass sich die Balken bilden. Ja, aber ob sie deshalb gleich hierher fährt? Ja, keine Ahnung. Aber irgendwas muss ja an Luisa kaputt sein. Na, ihr beiden. Nadja, was machst du denn hier? Ich schätze dasselbe wie ihr. Was machen wir denn? Ihr spioniert Luisa hinterher. Was? Wie kommst du denn darauf? Kommt, erzählt mir keine Märchen. Ich verfolge euch seit dem Internat. Ja, aber das ist doch... Anna, langsam. Ich schätze, jetzt ist mal Schluss mit Albernheiten. Hier scheint ja wohl ein Ernstfall vorzuliegen. Du meinst mit Luisa? Ja. Was ist denn mit ihr? Das weiß ich auch noch nicht. Aber ich muss euch dringend bitten, nichts und niemandem darüber zu erzählen, was ihr hier gesehen habt. Okay? Versprochen? Ja. Ja. Na gut, dann ab mit euch. Wir sehen uns später im Internat. Ich kann das immer noch nicht glauben. Der ist euch wirklich zugeflogen? Ja, auf einmal war er da. Ach. Ja, genau. Wir wollten gerade das Futter auswechseln und schwuppdiwupp war er im Käfig. Der Papageno hat ihn bestimmt angelockt. Also Sachen gibt's. Na, freuen Sie sich doch. Jetzt haben Sie ja zwei Vögel. Also ehrlich gesagt, einer reicht mir. Ja, aber vielleicht findet es ja Ihr Papageno viel, viel schöner, nicht allein in diesem Knast zu sein. Was hast du gerade gesagt? Nichts weiter, nur dass Papageno es bestimmt viel schöner findet, nicht allein zu sein. Na ja, schon, aber na, wer sagt mir denn, dass euer Überraschungsgast kein Weibchen ist?
Ja, das wäre doch nicht so schlimm, oder? Dann könnten sie eine Wellensittichfarm aufmachen. Ganz genau. Ich glaube, die bringen so im Moment ungefähr 10 Euro das Stück ein. Genau das hatte ich nicht vor. Ja, dann bleibt nur noch eins übrig. Den zweiten schenken wir einfach meiner Mutter. Tja, natürlich, da bin ich einverstanden. Aber welcher von beiden ist denn nun der Neue? Keine Ahnung. Kann ihrer nicht seinen Namen? Natürlich, natürlich. Papageno. Komm, Papageno. 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 Seid ruhig. Ich glaube, der eine hat was gesagt. Es tut mir leid, Herr Dr. Stolberg. Ich weiß, dass ich Ausgehverbot habe. Aber es ging nicht anders. Nun setz dich erst mal hin, Luise. Du warst also heute babysitten. Ja, ich habe auch die Schnelle keinen Ersatz gefunden. Und ich kann doch die Freundin meiner Mutter nicht einfach so hängen lassen. Und das sollen wir dir glauben? Natürlich, ich war wirklich da. Sag mal, Luise, kann es sein, dass du ein Problem hast und Hilfe brauchst? Hilfe? Wie kommen Sie denn darauf? Weil wir glauben, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Was soll denn nicht stimmen? Also, wenn du nicht darüber reden möchtest, was meinst du? Vielleicht sollte ich mal deine Mutter anrufen. Warum das denn? Weil wir die Wahrheit herausfinden möchten. Bitte rufen Sie nicht meine Mutter an. Warum nicht? Weil ich wegen ihr immer zu spät komme. Du verspätest dich wegen deiner Mutter? Ja, sie hat ein Problem und ich helfe ihr dabei. Du deiner Mutter? Sie macht eine Therapie. Und warum? Augenblick, Frau Kunze, das geht uns nun wirklich nichts an. Wenn du nicht darüber sprechen möchtest, dann habe ich vollstes Verständnis dafür. Das ist schon okay. Jetzt ist sowieso alles egal. Meine Mutter ist Alkoholikerin, aber sie hat mit dem Trinken aufgehört. Und deswegen muss sie jetzt diese Therapie machen. Ach, und da warst du heute? Ja, und an den anderen Mittwochen auch. Und das hat immer so lange gedauert. Ja, aber bitte sagen Sie ihm nicht, dass ich Ihnen irgendetwas davon erzählt habe. Selbstverständlich, du kannst dich darauf verlassen. Außer mir, außer Frau Kunze und mir, weiß niemand von der Sache. Und dabei wird es auch bleiben, das verspreche ich dir. Hi Leute, das ist Antonia. Der lange da hinten ist Johannes und Otto kennt sie ja schon. Indianer. Guten Tag, kannst ruhig Deutsch reden mit mir. Also, ihr sucht einen neuen Pächter für die Eisdiele? Ja, könntest du uns dabei helfen? Für Dremo, Quello, Cassi, Polfare. Mal sehen, was sich machen lässt. Also, wo ist euer Text? Hier, könntest du den für uns übersetzen? Was soll das denn? Da meldet sich doch niemals jemand drauf. Und erst recht kein Eismacher aus Italien. Und wieso nicht? Weil ihr denen schon ein bisschen mehr verraten müsst. Und was zum Beispiel? Na, wie groß der Laden ist und wie viel Umsatz der im Monat macht. Willst ein Pächter du gewinnen, muss die Kohle richtig stimmen. Naturalmente. Jeder, der so einen Laden übernimmt, will doch wissen, worauf er sich einlässt. Da ist was dran. Wisst ihr was? Am besten formuliere ich den Text noch einmal um. Attenzione, attenzione. Wie schreibt man das? Heilige Madonna, muss ich denn hier alles alleine machen? Komm, mach mal Platz. Also, wir haben uns verstanden. Das, was ihr gerade erfahren habt, ist kein Thema für Pausengespräche oder Klatsch. Wir sagen nichts. Wir schweigen wie zwei Gräber, versprochen. Danke. Das reicht mir nicht. Ihr müsst es schwören. Wir schwören, dass wir niemandem etwas davon erzählen werden, was wir jetzt gerade erfahren haben. Danke. Also dann gehe ich davon aus, dass die Geschichte mit Luisa und ihrer Mutter ein für alle Mal unter uns bleibt. Was ist denn mit Luisas Mutter? Ich weiß nicht. War da was? Ich sehe, wir sind uns einig. Gute Nacht. Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Buenos dias. Meine Lieben, einen Augenblick Aufmerksamkeit. Ich darf euch verkünden, dass das Lehrerkollegium beschlossen hat, wieder mal ein neuerliches Projekt ins Leben zu rufen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich möchte ich noch gar nicht allzu sehr viel über das neue Projekt verraten. Nur so viel, es findet nicht während der Schulzeit statt, nicht auf Schloss Einstein und auch nicht im Schulgarten. Und wo findet es statt? In der Eisdiele. Wir haben uns nämlich entschlossen, die Eisdiele zu übernehmen. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist
checkt die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.